Okay. Kleine Protonenrakete. Going. Was wir denn jetzt machen? Verlasse dieses Sonnensystem. Okay, dann fliegen wir mal zur Sonne hin. Genau, Amann. Okay. So, jetzt können wir nämlich noch weiter raus. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zu den Koordinaten im Speicher passt. Das muss Ihr Heimatplanet sein. Vielleicht brauchen Sie immer noch Hilfe. So, jetzt sieht's so aus, als wenn wir in einer Galaxie wären. Und da, okay. Interessant. Fliegen wir da mal hin und dann gehen wir mal hier rein. Wupp. Okay, dann fliegen wir mal da hin. Jetzt müssen wir wieder laden. Da ist etwas auf dem Schiffradar. Jetzt muss ich das immer vorlesen. Nee, ich breche das demnächst ab. Okay, das sieht ja nicht so gut aus. Zu spät. Diese Ruine sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrach noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns wahrscheinlich Hinweise darauf, was hier passiert ist. Dann machen wir das doch mal. Jetzt sagt mir der Scanner, wir müssen nach hier fliegen. Dieses Ortungssystem. So, wir brauchen den Scanner. Der Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat es trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarbildschirm. Radarschirm. Aha, okay, jetzt gehen wir dahin. Aha, ein anderes Schiff sieht so wohl so aus. Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohne wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung, Eindringlinge der Grooks entdeckt. Alle Grooks Eindringlinge werden vernichtet. Grooks. Initialisiere Selbstverteidigungscode Grooks 999. Alle Grooks Eindringlinge werden vernichtet. Wir sind keine Grooks. Warnung, alle Grooks Eindringlinge werden vernichtet. Zum letzten Mal, wir sind keine Grooks. Ist ja cool. Ich glaube, das sollte heißen, ja, wir greifen jetzt an. Das war mal wieder richtig gut laut. Also ich verstehe es nicht. Ich habe doch die Einstellungen, den Sound komplett runtergedreht. Das kann doch nicht sein. Das ist mal so laut, als ich werde das wieder bearbeiten müssen. Naja, was soll's. Sehr laut, sage ich nur. Okay, wir sind nicht mehr ganz. Mission auf. Aber ich will zum Heimatplanet. Da oben stehen immer die Missionsziele. Dann fliegen wir mal zurück. Müssen wir hier in zur Sonne und dann wieder raus. Und dann müssen wir hier hin. Schwupps. Und wieder rein. In das Sonnensystem. Rotes Gewürz. Brauchen nicht im Kack. Wir müssen unser Reich und Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten. Und Rohstoffe. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet. Bla 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 bla. Okay, das kriegen wir hin. So, platziere eine Kolonie auf dem. Der Planet befindet sich im Winnelü-System. Okay, dann fliegen wir da doch mal hin. Ah, es wird uns auch schon mal schön angezeigt.
In Summ. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit einer roten oder blauen Umlaufbahn. Interessant, gut zu wissen. Unbeansprucht. Gut, dann fliegen wir da mal hin. Mein Gott, ist der rot. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden. Vom kargen Mond bis zur blühenden Terrascore-3-Oase. Ertragereiche Kolonien fördern Gewürz, das gehandelt werden kann. Okay. Müssen wir hier in der Nähe von so einer Gewürz, so einem Gewürzgeysir. Der gefällt mir jetzt nicht so gut, der hier ist besser. Hier ging's. Ach, da sind dann mehrere Geysire drin. Dann machen wir das doch mal so. Mein Gott. Das war ja mal was. Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab. Und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investiere erst ins Terraforming, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. Okay, wieder ein guter Tipp. Okay, deswegen müssen wir jetzt wieder zurück. Switch. Jetzt sind wir wieder zurück. Da müssen wir hin. Da fliegen wir wieder drauf. Wupp. Da haben wir Signal. Ja, ausgezeichnete Arbeit. Bis dahin müssen wir so. Ich mache jetzt einfach mal so. Okay, machen wir jetzt so. Okay. So, wir haben ja hier immer so eine kleine Zusammenfassung. Ich muss das jetzt nicht immer alles vorlesen. Finde ein außerirdisches Reich. Finde ein. Okay. Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen so roten und gelben? Ob sie die Raumfahrt haben, merkst du, wenn du ihrem Planeten nahe über deine Kurzstrecken-Videokommunikation Kontakt zu ihnen aufnimmst. Okay. Wir fliegen jetzt einfach mal hier hin. Humon. Unbeansprucht. Irgendwas sendet da ja. Irgendwas ist da ja. Dieser Planet liefert ein seltsames Scanmuster. Fliege näher hin und erforsche. Tun wir das doch mal. Das Schiffradar hat ein interessantes Objekt auf diesem Planeten geordnet. Okay. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Was haben wir denn da? Eine Schriftrolle. Oh! Die Galaxie ist voller seltsamer, seltener Objekte, Statuen und Fossilien. Eines dieser einzigartigen Sammlerstücke befindet sich genau hier. Entführe es und verkaufe. Entführe? Ich will doch nicht entführen. Entführe es und verkaufe es für Unmengen an Dollars. Oder sammle komplette Sets, was den Wert beträchtlich erhöht. Okay. Wurde das jetzt aufgenommen? Das scheint ja da irgendwo zu sein.
Da ist es irgendwo hier. Oh, ich glaube, das tut uns weh. Muss man jetzt hier hin? Da irgendwo. Ach, hier war es, genau, da. Stopp, hier halt. So, wie ging das jetzt? Das müssen wir doch garantiert. Ach ne, das müssen wir nicht machen. Ah, hier war das. Du hast Schriftrollen des Glaubens 2 gefunden aus der Sammlung von 10 Schriftler. Okay. Fügen wir wieder raus. Frage mich, wo wir uns heilen können oder wie wir uns heilen können. Vielleicht am Heimatplanet? Ah, das ist auch rot gewesen. Unbeansprucht, unbeansprucht. Nun. Fügen wir da raus. Ah, okay, tanken muss er wahrscheinlich auch irgendwann wieder. Ne, unbeansprucht. Will ich aber nicht. Gucken, was da so ist. Da kann man nicht hinfliegen, oder wie? Unbeansprucht, unbeansprucht. Aber da ist irgendwas. Okay, es lädt wieder. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Hinterhalt. Die Piraten haben die. Okay. Das ist ja toll. Mini-Laser. So, wie kann man sich denn jetzt heilen? Wie heilt man sich? Das wüsste ich mal zu gerne. Fliegen jetzt mal zurück und gucken mal, ob wir uns da irgendwie heilen können oder so. Gucken. Schauen wir mal. Haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier? Haben wir auch nichts. Irgendwo haben wir doch da, wo wir das Raumschiff erstellt haben. Wo war das denn? War das hier? Nee, war das nicht. Irgendwo? Guck mal, hier haben wir noch so einen Hubschrauber fliegen. Wie kann man denn sich wieder heilen? Ich würde mich gerne wieder heilen. Waffen, Hauptwerkzeuge, Fracht. Kriegen wir einfach mal wieder raus. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwann sind wir wahrscheinlich so ja, kaputt, dass wir uns automatisch irgendwie heilen müssen. Dann werden die uns das ja wahrscheinlich schon sagen. Ich fliege jetzt mal hier hin. Unbeansprucht, unbeansprucht. Überall unbeansprucht. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter wegfliegen. Da mal hin. Wie nur ein unbeanspruchter Planet, oder wie? Ist ja gar nicht.
Nation, mein Reich, mein Reich. Verbündete und Feinde, Reiseverlauf besucht. Aha. Mal da mal hin. Schauen wir, was wir da haben.